Und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Ellerbach. Heute müssen wir Scheiben ecken. Dazu habe ich schon an Deutz und die Scheibenecke verhängt. Das sind jetzt relativ viele Flächen, weil wir müssen vor dem Winter jetzt nur an Raps einbringen. Das müssen wir heute nur an Raps sein. Dann müssen wir nur Wintergerste einbringen, versteht sich. Und an Hafer, genau. Drei Sachen sind es, die wir noch reinbringen müssen. Also wird noch ganz schön Stress. Wir müssen eben dann auch noch relativ viel grubbern. Oh, hab das Licht angemacht. Dann machen wir wieder aus. So. Der Deutsch ist schon echt schön. Den mag ich schon. Bisschen was älteres, aber doch relativ großes. Also mit dem er auch gut arbeiten kann. Der ist auch echt gut restauriert, also kann man auch nichts sagen. So. Geh den einmal geradeaus. Genau, was wir sonst noch sehen, also jetzt halt eben im Herbst noch an Raps, an Wintergerste und an Hafer. Sonst zählen wir nur an Sommerweizen, also ganz normalen Weizen halt, an Mais und ja, das war's, genau. Wüsste ich nicht, was sonst noch kommt. Bisschen schneller. Genau, ich bin gespannt, ob es der Deutz zieht, weil... Ah, schau, da sind wir jetzt da beim Händler, das sieht ja auch... So eine in der Art leihen wir uns auch immer aus. Kann schon auch gut die sein, die wir uns mal ausleihen werden zum Silieren. Aber halt nur zum Mais-Silieren, sonst leihen wir uns ja immer Ladewagen. Kommt da was? Ne. Gut. So. Das habe ich eben auch grober pflügt heute oder vorgestern, weiß ich gar nicht mehr wann das war. Auf jeden Fall habe ich das auch erst pflügt. So, lassen wir mal runter. Da müssen wir natürlich auch mal schauen, mit wie viel kmh wir durchfahren. Man kann ja relativ flott, fahren wir mal so. Gucken wir mal, ob das funktioniert so. Ja, jetzt sieht's... Oh, halt. Oh, warte, stellen wir mal ein Tempomat ein. Auf die 14. Gut. Warte mal. Ne, passt. Naja. Genau, ich muss nicht die Stand, die Einstellungen, die Belegungen neu machen, von dem her. Das ist gerade noch ein bisschen. So, jetzt müsste es aber passen. Aber ja, zieht's echt gut drüber. Bin ich zufrieden, bin ich echt zufrieden. Das ist auch eigentlich ein schönes Bild, was wir hinterher ziehen. Genau, passt eigentlich. Genau, ich würde sagen, wir starten dann gleich, ich sag die ganze Zeit genau, in die Zeitrafferaufnahme. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und nein, nicht ja genau sagen.
Ja, hier jetzt mal nicht im Landi. Und zwar ist es hier meine Felder- und Wiesenliste. Da könnt ihr jetzt einfach durchschauen. Und genau. Wir haben jetzt halt viel gegrubbert. Wir haben jetzt zum einen die 70, habe ich gescheibeneckt halt. Die 70, die 79, dann die 30, das war das erste Feld. Und dann weiß ich gar nicht. Ne, das war's, genau. Die habe ich jetzt eben alle gescheibeneckt. Und dann Raps kommt jetzt eben auf die 79 und auf die 4 und 5. Den werden wir jetzt auch gleich säen. Da habe ich jetzt auch schon die Sämaschine jetzt abgehängt. Und da starten wir gleich mal ins Spiel rein. Mit dem 27er Farmer säen, als Gewicht habe ich es drunter. Ich meine, das ist unnötig Gewicht, weil. Der hebt sie so auch ganz gut. Genau, Raps ist schon reingesät. Jetzt muss ich hier nur noch mal kurz. So. Immer noch so laut, ey. Jetzt erfasst. Genau, dann fahren wir jetzt gleich mal zu 4 und 5, hätte ich gesagt, obwohl. Ja, doch. Machen müssen wir es so oder so, dann fahren wir einfach gleich zu 4 und 5. Ich werde, also ich tue auch immer alles mit Hand so selber pflügen. Also ich schummel nicht oder so. Aber ich packe halt nicht einfach alles ins Video, weil sonst wird das Video einfach zu lang und zu langweilig für euch. Von dem her schneide ich da auch gut was, aber mir macht es halt Spaß auf dem Feld rumzufahren und ja, deswegen habe ich auch so viele Flächen und deswegen kann es auch bei der Ellerbach Dau dauern, ja, bisschen dauern, bis wieder ein Video kommt, genau, aber es ist nicht schlimm. So. Der Fendt hat ja jetzt GPS und ich hätte gesagt, das machen wir jetzt dann auch nochmal zusammen. Dann stellen wir uns jetzt aber so rum hin, dass wir mit dem Rand doch dann gleich mal da sind. So, das sieht man jetzt halt richtig schlecht, da muss man jetzt halt gucken. So müsste es passen. Bisschen vor, gut. Genau. GPS, das muss man anschalten. Dann einmal ins Menü reingehen. Arbeitsbreite einstellen. Versatz haben wir keinen. Gut. Dann setzen wir den A-Punkt. Und dann fahren wir hier jetzt mal. Und setzen den B-Punkt. Müssen wir nochmal gucken.
Lass uns die Linien anzeigen. Schaut ganz gut aus. Dann machen wir sie wieder aus. Und so arbeite ich eben dann mit GPS. Jetzt kann man eben nochmal kurz zurück. So. Dann einmal rein in Tempomat. Allrad an. Und dann geht's los. Wir sind so mit 10 km/h, denke ich, das ist ganz gut. Und dann geht's da los. Fahrgassen haben wir keine drin. Ach du Scheiße. Hoi. Also, Entschuldigung fürs Wort, aber mir ist gerade aufgefallen. So, eben nochmal von vorne. Macht nichts. Ist schon echt ein schönes Gespann. Vor allem da halt nur mit dem Schlepperdreieck vorn dran. So, jetzt hat aber. Mit dem Schlepperdreieck, mit dem roten vorn dran, schaut's halt echt richtig gut aus. Mal 11, das geht schon. Genau, jetzt hebt man ein paar Mal aus und dann geht schon wieder weiter in die Zeitraffer. Ich weiß nicht, aber ich meine halt auch, sonst ist halt ein bisschen langweilig, ne? Obwohl, na. Wir fahren gleich weiter, weil das Feld gehört auch voll. Da ist halt jetzt der Grasstreifen dazwischen, den muss man dann rausgruppern. Aber das, denke ich, macht nichts. So. Genau, ich würde sagen, wir starten jetzt ab in die Zeitraffer. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und ja, bis.
wieder aus der Zeitrafferaufnahme. Das Feld ist fertig, also beziehungsweise die zwei Felder. Hat er nicht alles gut hinkaut, auch vom Saatbett her ist es echt schön. Kann man echt nicht meckern. Auch mit die Vorgewände hat es zufälligerweise auch richtig gut hinkaut vom Ausheben her. Ich habe immer nur eins fahren müssen und das reicht. Von dem her passt es. Es geht jetzt gerade ganz schön der Wind. Also, weiß auch nicht. Aber ja, auf jeden Fall echt gut. Dieses eine Feld, das letzte Feld mit Ding ist es dann. Das letzte Feld mit Raps, das ist hier die 79. Oder die 5, nee, 79, genau. Die werde ich dann noch offscreen sehen. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht allzu schlimm. Wenn ihr nichts mehr offscreen sehen wollt, beziehungsweise nicht sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dass ihr das mit in der Zeitraffer haben wollt. Weil ich weiß es echt nicht. Also ich denke mir halt, das ist jetzt nicht so spannend, die ganze Zeit Zeitraffer. Und ihr schaut es euch wahrscheinlich sowieso schon auf mal 2 an oder so. Mache ich auch immer so. Also überhaupt kein Ding dürft ihr auch. Mache ich auch so. Dann schaue ich sie quasi trotzdem immer halt schneller. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, brauche ich das nicht nochmal in eine Zeitraffer packen, sondern sondern packt es einfach nicht ins Video, sondern macht es einfach selber nochmal und dann im nächsten Video weiter. Sellmaschine hat eigentlich alles recht gut durchgehalten, passt eigentlich alles. Auch Kreiselecke davor hat gut funktioniert. Das hat natürlich auch nochmal für ein richtig schönes Saatbild gesorgt. Genau, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ich fahre jetzt halt weiter, sehe noch schnell, bevor es stockfinster wird, aber es ist jetzt noch ist jetzt noch relativ arg hell. Aber trotzdem, servus miteinander.